und der Normbestimmtheit nicht gerecht. Das Bestimmtheitsgebot findet auch. Die wesentlichen Gründe sind vorgetragen. Sie haben es mitbekommen, meine Damen und Herren. Die Online-Durchsuchung ist im Wesentlichen verfassungswidrig, nur in Ausnahmefällen zulässig. Wir wollen jetzt das Urteil, soweit wir es gehört haben, beleuchten, besprechen. Bei mir ist Herr Professor Ulrich Sieber vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und mit uns jetzt das Gehörte besprechen, die wichtigen Punkte herausarbeiten. Sie beschäftigen sich ja schon lange mit dem Thema Computer und Strafrecht. Sie sind auch als fachkundige Auskunftsperson vom Gericht geladen gewesen im Oktober letzten Jahres bei der mündlichen Verhandlung. Sie haben die mündliche Verhandlung mitbekommen. Überrascht Sie nun das Urteil? Es überrascht sicherlich nicht, dass das nordrhein-westfälische Verfassungsschutzgesetz für verfassungswidrig erklärt worden ist. Das hat jedermann erwartet. Es überrascht auch nicht völlig, dass das Gericht, und das ist der zentrale Inhalt, hier ein neues Grundrecht, ein Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen geschaffen hat. Was überraschend ist jedoch, ist die Tatsache, wie konkret das Gericht in seiner Entscheidung geworden ist, wie lebensnah es an den Fragen daran war und auch die Praxistauglichkeit der Lösungen, die es hier gefunden hat. Wir haben viel darüber gehört, wie gefährlich die moderne Kommunikation geworden ist, dass das Computer, das Besitzen eines Computers, das Arbeiten mit einem Computer gefährlich ist, Gefahren für die Privatsphäre, für den Intimbereich des Bürgers hat. Dieses neue Grundrecht, Sie mussten es eben auch ablesen, wir müssen uns noch daran gewöhnen, dass es das gibt. Was bedeutet das eigentlich, soweit Sie es jetzt gehört haben? Dieses Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und der Integrität der informationstechnischen Systeme beschreibt sozusagen den Herrschaftsbereich des Nutzers über seine informationstechnischen Systeme. Die Integrität bezieht sich darauf, dass hier nichts verändert wird, und die Vertraulichkeit, dass hier nicht abgehört wird. Und das Neue an dieser Konstruktion ist, dass das Gericht erkannt hat, dass ein Schutz dieser informationstechnischen Systeme mit den bestehenden Grundrechten nicht mehr gewährleistet werden kann. Das Fernmeldegeheimnis schützt nur die Übermittlung der Nachrichten. Die Wohnung, der Schutz im Grundgesetz, schützt nur den räumlichen Bereich, aber nicht mehr den Fall, dass Sie den Laptop ins Café mitnehmen. Und das Neue und Revolutionäre an diesem Grundrecht ist jetzt, dass diese Systeme, unabhängig davon, ob sich die Daten in der Übertragung befinden oder ob sich der Laptop im Café befindet, grundrechtlichen Schutz genießen. Das ist der grundsätzlich neue Ansatz hier. Er knüpft übrigens an etwas an, was wir im Strafrecht schon 1986 gemacht haben mit der Hacking-Bestimmung. Das ist eine Bestimmung, die damals eingeführt worden ist, die die Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme geschützt hat. Und diese Schutzsphäre, die wir damals im Strafrecht anerkannt haben, ist jetzt in den verfassungsrechtlichen Rang erhoben worden. Das ist ja ein ungewöhnlicher Weg, aber sicherlich ist es sehr wichtig. Was ist jetzt der Unterschied zum Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung? Das haben wir ja auch gelernt nach dem Volkszählungsurteil. Inwieweit geht das jetzt weiter? Das geht insofern weiter, als jetzt jegliche Eingriffe in die gespeicherten Daten auch mit erfasst werden, dass es also umfassender sozusagen der Systemschutz ist und nicht nur der Schutz der Daten. Nicht das Herausgeben der Daten. Ja. Das ist ein Punkt. Wir haben ein neues Grundrecht, an die Terminologie müssen wir uns noch gewöhnen. Und Sie sagen, das Verfassungsgericht ist ungewöhnlich konkret geworden im Schutz, in den Vorschriften, wie muss der Bürger, die Bürgerin geschützt werden. Ja, das Bundesverfassungsgericht stellt klar, dass dieses neue Grundrecht, die Integrität und Vertraulichkeit der Systeme, keinen grenzenlosen Schutz genießt, sondern dass es zur Wahrung von überwiegenden Interessen eingeschränkt werden kann. Bei der Frage, inwieweit diese Einschränkungen reichen, hat das Gericht nun nicht nur prozessuale Sicherungen getroffen, Richtervorbehalt und Dinge, die wir kennen,
sondern es hat auch sehr stark präzisiert die materiellen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um hier eingreifen zu können. Ein erster wichtiger Punkt hier ist, dass gefordert wird eine konkrete Gefahr, tatsächliche Anhaltspunkte für eine konkrete Gefahr, dass ein überragend wichtiges Rechtsgut gefährdet ist. Das ist gerade mit Blick auf Nachrichtendienste, um die es hier geht, von Bedeutung. Dies bedeutet, die Online-Durchsuchung hier ist nicht mehr möglich, flächendeckend zur Vorfeldaufklärung, sondern nur noch in konkreten Einzelfällen, wenn wir tatsächliche Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung haben. Das Verfassungsgericht hat auch weiter präzisiert, die Rechtsgüter, die gefährdet sein müssen, um hier eingreifen zu können. Es muss sich um überragend wichtige Rechtsgüter handeln. Das sind Rechtsgüter wie Leib oder Leben oder auch Grundlagen, die für den Bestand des Staates absolut wichtig ist, aber darüber hinaus eben nicht jegliches Interesse, das mit der Strafverfolgung verfolgt oder geschützt wird. Wir müssen vielleicht mal das Gegenbeispiel bilden, damit man wirklich versteht, in schwerwiegenden, wichtigen Fällen darf der Verfassungsschutz also an den Computer ran. Ich sage das mal so ein bisschen flapsig, aber wann dürfte der Verfassungsschutz nicht die private Festplatte durchleuchten? Nun, um die Abgrenzung jetzt genau vorzunehmen, müsste man das Urteil sehr sorgfältig analysieren. Aber es dürfte klar sein, zur Aufklärung eines Diebstahls- oder Betrugsfalles oder einer normalen Steuerhinterziehung wäre das nicht mehr gerechtfertigt. Und vor allem ist kein Eingriff mehr gerechtfertigt im Vorfeld ohne Verdacht. Jetzt wurde ja bei den anderen wichtigen Urteilen zum Volkszählungsurteil, insbesondere auch zum Urteil der akustischen Wohnraumüberwachung, also zur Abwehr des Lauschangriffs, wurde kritisiert, das Verfassungsgericht sieht nicht die Not und die Bedürfnisse der Sicherheitsbehörden. Und wie schätzen Sie das ein? Ist das jetzt, sind das Brot, ist das Steine, sind das Brot? Was können die Sicherheitsbehörden mit diesem Urteil anfangen? Das Bemerkenswerte an diesem Urteil ist, an diesem ganzen Verfahren ist, dass das Gericht sehr intensiv in den Sachverhalt, in die Probleme eingestiegen ist, wie sich ja auch bei der Einvernahme der Sachverständigen gezeigt hat. Und es ist in der Tat so, dass das Verfassungsgericht hier für diese Frage der Eingriff vor allem in den Kernbereich auch praxistaugliche Lösungen gefunden hat. Es wurde ja immer argumentiert, dieser Kernbereich von bestimmten Grundrechten, der ist nicht zu schützen. Man kann nicht beurteilen, ob eine Information, ob ein Gespräch, das abgehört wird, Terrorismus betrifft oder nicht. Das waren diese Beispiele, die Täter müssen sich nur zum Gebet zurückziehen oder müssen mit sexuellen Handlungen beginnen und schon muss das Mikrofon abgeschaltet werden. Und das ist einer der ganz spannenden Punkte und auch sozusagen jetzt auf der anderen Seite die positive Nachricht für die Ermittlungsbehörden. Das Bundesverfassungsgericht hat hier eine praxistaugliche Lösung gefunden, soweit ich die Eingangssätze verstehen. Es sagt nämlich, wenn es nicht möglich ist, diese Maßnahme durchzunehmen und wenn man nicht sichern kann, dass in den Kernbereich nicht eingegriffen wird, dann ist es gleichwohl möglich, hier mit Ermittlungsmaßnahmen, wenn es nicht anders geht, zu beginnen. Es ist dann aber notwendig, dass diese Daten unverzüglich gelöscht werden. Das Bundesverfassungsgericht reagiert damit auf eine Kritik, die wir bei der Wohnraumüberwachung haben. Es wird gesagt, die Mikrofone müssen abgeschaltet werden, sobald die Terroristen anfangen zu beten und Kernbereiche der Religionsfreiheit geschützt sind. Und dieses Urteil lässt es jetzt eben zu, dass man hereinhört. Das ist für mich eine wirklich realistische Alternative, eine realistische Auslegung. Ich erinnere mich auch sehr gut an die Einvernahme bei den Sachverständigen. Es wurde gefragt, ist es denn möglich, hier zu ermitteln, ohne in den Kernbereich einzugreifen? Und ich habe als Sachverständiger auch sehr klar offengelegt, das funktioniert nicht. Wenn man fordert, dass der Kernbereich so weit geschützt ist, dass man abschalten muss, wenn man in den Kernbereich kommt, funktioniert das nicht. Und das Erstaunliche ist,
dass das Gericht hier reagiert hat auf die Erkenntnisse auch der anderen Sachverständigen und gesagt hat, hier kann man ermitteln. Und dann aber, und das ist von zentraler Bedeutung, gesagt hat, wenn man dann feststellt, wir sind im Kernbereich, dann muss unverzüglich gelöscht werden. Also kurz gesagt, es ist wirklich, wie erwartet, ein sehr wichtiges Urteil. Können Sie das mal in 2, 3 Sätzen sagen? Finden Sie das tatsächlich? Es ist ein enorm wichtiges Urteil, was sich schon daran zeigt, dass wir ein neues Grundrecht geschützt haben. Es ist aber auch ein Urteil, soweit man es zum jetzigen Zeitpunkt, ohne jetzt die Gründe genau gelesen haben, sagen kann, dass sowohl für den Schutz der Persönlichkeitsrechte ein guter Tag ist, aber durchaus auch, wenn man die Interessen richtig versteht, für die Strafverfolgungsinteressen, weil es nämlich praxistaugliche Lösungen zulässt und nicht mehr notwendig ist, sozusagen diese Heuchelei, man greift nicht in den Kernbereich ein, sondern hier wirklich realistische Schutzmaßnahmen entwickelt. Also insofern ein guter Tag. Vielen Dank, Professor Sieber, dass Sie mit uns dieses Urteil beleuchtet haben. Ich denke, wir haben einige wichtige Punkte herausgegriffen. Vielen Dank, dass Sie bereit waren, das jetzt mit uns zu versuchen. Ich gebe damit zurück nach Bonn zu Phoenix. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.